Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich hier im Konrad-Adenauer-Haus begrüßen. Liebe Freunde, wir haben heute allen Grund zu feiern. Wir haben unsere Wahlziele erreicht. Die CDU ist mit deutlichem Abstand stärkste Kraft in Schleswig-Holstein. Und die Sozialdemokraten mit weit unter 30% und damit mit einem ihrer historisch schlechtesten Ergebnisse. Damit ist klar, die Küstenkoalition ist abgewählt. Das bedeutet, die Wählerinnen und Wähler haben Daniel Günther und der CDU in Schleswig-Holstein einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Die Menschen haben den Politikwechsel gewählt. Die Menschen in Schleswig-Holstein wollen, dass Daniel Günther ihr nächster Ministerpräsident wird. Und deswegen gratulieren wir den Freunden in Schleswig-Holstein, deswegen gratulieren wir Daniel Günther ganz herzlich zu diesem persönlichen großen Erfolg. Ich will als Generalsekretär aber auch sagen, ich bin stolz auf die CDU. Ich bin stolz auf unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die bei Wind und Wetter im wahrsten Sinne des Wortes gekämpft haben, auf den Straßen und Plätzen, an den Haustüren und das in den letzten Wochen, auch wenn es geregnet hat. Und heute scheint deswegen die Sonne. Das, was vor wenigen Wochen noch kaum möglich schien, ist eingetreten. Und das liegt auch daran, dass Daniel Günther auf die richtigen Themen gesetzt hat. Wir haben über die verfehlte Bildungspolitik in Schleswig-Holstein gesprochen, über die Fehler beim Ausbau der Infrastruktur und über die Versäumnisse bei der inneren Sicherheit. Und über diese Themen werden wir in der vor uns liegenden Woche auch reden, denn die Bilanz der rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen ist noch um ein Vielfaches schlechter. Und deswegen kämpfen wir jetzt eine Woche lang gemeinsam mit den Freunden in Nordrhein-Westfalen, mit Armin Laschet, damit auch dort der Politikwechsel am nächsten Sonntag gelingt, liebe Freunde. Deswegen ist eins klar, heute Abend schicken wir einen Gruß nach Kiel. Wir freuen uns mit den Freunden vor Ort. Das ist Rückenwind für Nordrhein-Westfalen, Rückenwind für die Bundestagswahl im September. Und diesen Rückenwind wollen wir nutzen, denn auch Nordrhein-Westfalen wird unter Wert regiert. Auch Nordrhein-Westfalen braucht den Politikwechsel. Auch dort droht Rot-Rot-Grün. Und wir kämpfen jetzt gemeinsam mit Armin Laschet, damit wir auch in der nächsten Woche erfolgreich sind. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam kämpfen. Hurra!